Beschäftige sie, Leon. So, na dann, rein in Mendeles Haus. Mendeles, vor allen Dingen. In Mendeles Haus. Okay. Hoffentlich finde ich was zu Luis. Und hier brauchen wir wieder einen kleinen Schlüssel. Es ist doch verrückt. So, hier haben wir ein Foto. Können wir das nehmen? Nein, können wir nicht. Granate. Bin ein bisschen vorsichtig. Oh, okay. Hier müssen wir hier was einsetzen. Der Tür blinkt irgendetwas. Eine interessante heilige Schrift haben die. Man kann es auch nicht lesen, ne? Nee, kann man nicht. Vorne haben wir noch mal ein bisschen Schießpulver. Oh, ey, bitte jetzt nicht gegen Mendes kämpfen irgendwie. Also das... Tisch muss nett sein. Hier vorne war großartig hier eine Toilette drin. Ach, wirklich. Macht hier keiner sauber? Schön, dass man das noch so anklicken kann und kommentieren kann. Oh, hier haben wir noch ein rotes Kraut. Auch hier wieder wunderschön. Ja, hier wächst auf jeden Fall und gedeiht jede Pflanze. Also noch Dünger ist da, aber Sonnenlicht nicht. Hört ihr gerade hecheln? So, können wir die Uhr nehmen? Oh ja, eine extravagante Uhr, wunderbar. Hammer. Flintenmunition, auch cool. Oh, hallo. Sieh mal an. Geheimschlüssel. Das finde ich gut. Steht hier jemand? Nee. Okay, noch das grüne Kraut. Hier haben wir nichts. Das ist noch eine Kiste. So, wo können wir jetzt den grünen Schlüssel einsetzen? Den grünen. Ah, wunderbar. Es ist halt immer, wenn der Tag kleben bleibt, so, okay, grün, wir haben grüne Kraut aufgenommen. Wo können wir jetzt den grünen Schlüssel benutzen? Was für ein Scheiß. Flintenmunition, auch schön. Hier vorne um die Ecke rum. Oh, pfui Deibel, Alter. Uah. So, was gibt's denn? Oh. Ab in die braunes Ei, wunderbar. Freiheit. Lauf, kleines Hühnchen. So, vielleicht können wir das ja hier oben bei der Schublade benutzen. Bums. So, hier so. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. So, und Arrest bis zur Anhörung. Brüder und Schwestern, unser Herr ist erzürnt. Schlachtet nicht willkürlich Außenstehende ab. Und jeder hat das Recht auf ein anständiges Urteil und so müssen auch wir vorurteilslos Gerechtigkeit walten lassen. Bringt jeden, den ihr einfangt, in den Keller der Fabrik. Gleiches gilt für Verräter. Aha. Die Fabrik. Die verlassene Fabrik. Okay, wir sind hier. Und wir müssen nach hier. Na, das kriegen wir hin. Vielleicht ist er dort. Vielleicht. Oh, okay. Ah, Scheiße. Hallo, Mendes. Es gibt keine
Hier nehmen wir noch ein Hühnerei. So, da gehen wir mal vorbei. Dankeschön. So, das ist, ich weiß, das ist nicht der Weg, aber hier war noch irgendwie ein Schatz. Ja. Der Loot, Alter. Oh, die sind aber schnell an mir dran, Alter. So, darf ich vorbei? Ah, sehr schön, sehr schön. So, könnt ihr mich jetzt verkrümeln? Ah. Nicht, 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 nicht. Nein, lasst mal erstmal Mendes durch. Hinter mir, kann das sein? Oh, Scheiße. Okay, oh, Scheiße. Nichts. Nein! Ah, verdammt. Schade. So, fortsetzen bitte. Ich konnte jetzt leider nicht so schnell ins Menü rein. Keiner ihrer Angriffe kann Mendes Schaden zufügen. Es ist besser, einfach das Weite zu suchen. Okay, alles klar. Also. Vielleicht ist er dort. Dann wissen wir Bescheid. Schade, kein Hühnerei mehr. So, okay, wir holen uns natürlich hier noch den Klunker. So, ich hoffe, wir kommen jetzt wieder so gut durch. Na, so. Ah. Los, komm, steh auf. Komm, Eda. Lauf, lauf, lauf. Tja, dann nehmen wir mal die Beine in die Hand. Ich übersehe jetzt hier nicht so viel. Hier brauchen wir auf jeden Fall was zum Aufschließen. Ich lauf mal weiter. Hochdramatische Musik, ey. Noch da. Oh, ein Händler, wunderbar. Kommen Sie durch? Ich glaube, ich bin sie los. Oh, schön. Das finde ich gut. Schwein gehabt. Nackte Tatsachen. Irgendeiner dieser Idioten hat sich eine Jacke gekrallt, die definitiv nicht ihm gehört. Ist so eine stylische aus Schafsfell. Hast du Zeit, sie dir zurückzuholen? Okay, die Jacke verkaufen und es gibt 7 Spinell dafür. Das ist cool. Die würde ich sagen, die holen wir uns. So, hier vorne haben wir ein bisschen Flintenmunition. Ey, 2 Schuss. Genau das Richtige hier. Die sind aber was knickerig, Alter. So, warte mal. Wenn ich hier lang laufe, kommen wir nochmal zu einem Schatz. Den will ich mir nicht entgehen lassen. Und ich musste mich so definitiv heilen. Oh, echt? Komm ich nie hin? Oder ist das... Ach, hier oben. Eine Lampe. Den Smart. Okay. Schön. Aber wir haben, glaube ich, nichts zum Einsetzen gerade. So, hier kommen wir jetzt nicht zurück. Da war auch quasi Leon im Hauptspiel das Siegel. Willkommen. So, was können wir verkaufen? Wir können den Flakon verkaufen. Seidenkristall können wir verkaufen. Der Geheimschlüssel ist jetzt, glaube ich, auch obsolet. Brauchen wir nicht mehr. Oh, die extravagante Uhr können wir verkaufen. Okay, gehen wir nochmal raus. Und schauen wir mal kurz. Na nü. So, Edelsteine einsetzen und dann nehmen wir am besten den grünen. Oh. Und nehmen einen blauen. Okay. Harte Zeiten, Lass. Ganz kurz mal schauen. Den Schlüssel. Ich glaube, den Schlüssel brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Also. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Wie wär's? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wie okay. Dich. Wird alles verkauft? Wunderbar. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümpchen. Tuning. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst,
solltest du übers Tunen nachdenken. Wir haben keinen Platz. Ich habe keinen Platz für die TMP. Meine neue Waffe aus, das können wir nicht vorstellen. Könntet ihr das Leben retten? Alter, ist wirklich ganz schön voll. Wo soll das hin? Um deinen Hals. Ja, wirklich, ratzepatzer voll. Okay. So, Auto sortieren. Zabemp, zabump. Wir kaufen. Ja, wir wollen es auch kaufen. Ich weiß. Ich hoffe, du bist. So. Mich nein! Mal. So, Zubehör für die TMP bitte und montiert das Ding. Wir fressen erstmal hier das Ei, damit wir ein bisschen Leben haben. Schade, dass wir das weiße Ei jetzt nicht gefunden haben. Das hätten wir auch noch Jüte brauchen können hier. Okay. Wir können mal probieren, herstellen. Munition. Und können wir noch was machen? Jo. Wir können noch mal ein bisschen Pistolenmunition herstellen. Und dann sieht das schon wieder alles ein bisschen anders aus. Wieder Fremde. Willkommen. Ich habe was Tuning. Neues für dich. Angriffskraft. Würde ich jetzt mal auf volle Granate probier setzen. Mal, ob's passt. Magazingröße wäre natürlich auch eine coole Sache. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremde. I know. Details kommt's an. Stirb mir da draußen nicht weg. Na, gib mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. So, lass mich raten. Okay, wir gehen mal hier rein. Eventuell finden wir hier sogar die Jacke. Hab was. Interaktive Retinal Acquire System. IRIS. IRIS, das interaktive netzhautintegrierte Abfragesystem, ermöglicht es Ada, Hinweise zu sehen, die für das bloße Auge nahezu unsichtbar sind. So kann sie neue Informationen erlangen, die ihr bei ihrer Mission nützen. Küchenmesser. Oh, Bärenfalle. Ich und Bärenfalle, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Oh, warte mal, hier haben wir ihn. So, das war's jetzt erstmal mit dem Küchenmesser. So, wäre cool, wenn er sich jetzt nicht umdreht. Tut er aber, weil er ein Arsch ist, Alter. Okay, irgendjemand ist da reingelaufen. In die Sprengfalle. Oh, was hast du für die Jacke da? Das ist doch nicht deine. Gib die mal schön her, mein Freund. Und schon haben wir die Jacke. So, schönes Ding. So, dann können wir noch so schauen, was wir hier noch so finden. Ne, warte mal, wir müssen ja, warte, stopp. Wir müssen erstmal zurück und müssen die Jacke abgeben. Weil ansonsten verliert der Auftrag seine Gültigkeit, wenn wir ins nächste Areal wechseln. Ich glaube, das ist mir einmal im Hauptgame passiert. Das war sehr ärgerlich. Willkommen. Da so. Wären noch neue Waren, verkaufen. Die mich interessieren könnten. 5000 nur, schade. Schade. Ich kaufe. Ich wusste, du hast es drauf. So, aber sieben Spinell, wunderbar. Was kann ich für dich tun? Was kannst du für uns tun, eleganter Armreif? Wo wir unsere Ware hier haben. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Sollten wir uns wirklich jetzt irgendwie einen Schlüssel holen? Ich bin so skeptisch. Nee, wir machen es noch nicht. Ich würde kurz wirklich noch warten. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch ein Exklusiv-Update, was wir uns kaufen können. Und darauf würde ich tatsächlich eher warten. Können wir eigentlich... Ich weiß, der Weg ist woanders lang. Nein, kommen wir nicht rein. It's useless. Also ich muss mal sagen, Ada hat schon ein paar echt geile Gadgets am Start. Natürlich alles viel durch Wesker. Aber geiler Stuff. So, was haben wir hier? Oh, Alter. Oh, die Armbrust. Und ich bin voll bis unter Dach. Das ist auch nicht geil, Alter. Das ist nicht geil. Schade. Das ist wirklich schade. Ah, ja, da kann ich hier schieben und drehen, wie ich will. Das Ding kriege ich hier nicht unter.
kann ich kann einlagern, bin ich der Meinung beim, also ich nehme die Sprengpfeile mit. Aber die Armbrust kriege ich nicht unter. Das, ja, vergiss es, Alter. Oh Gott. Nee. Wir können bei der Schreibmaschine können wir, glaube ich, einlagern. Die Frage ist jetzt halt nur, wann kommt bei mir der Punkt, wenn ich sage, ich nehme mir eine Armbrust? Explosivpfeile sind zwar ziemlich geil. Also Sprengpfeile, die beim Einschlag dank der hochwertigen Schießpulvers ist die Explosionsrate besonders groß, aber es gibt halt nicht viele davon. Und dafür jetzt die ganze Zeit diese Armbrust mitschleppen, da... Nee, tatsächlich... Also ich hoffe nicht, dass ich an den Punkt komme, wo ich es bereue irgendwie, aber ich jetzt sage ich erstmal, nee, ich nehme sie nicht mit irgendwie. Vielleicht, weil ich sie einfach nicht benutzen würde, wahrscheinlich. Und dafür nimmt sie mir einfach zu viel Platz im Inventar weg. So, jetzt mal kurz mein Gedankengang zu dem Thema irgendwie. Bevor jetzt alle schreien, nein, warum? Du Idiot! Okay, oh nein, das Gift des Vertigos ist immer noch in uns. Verdammt. So, mal schnell in die Kisten reingeschaut. Wir konnten auch hier, bin ich da damals runterspringen, aber das lassen wir mal. Das sieht echt eklig aus. Alter, da gehen wir nicht runter. So, hier haben wir noch eine kleine Kriminate. Oh, gelbes Kraut. Sehr schön. Fehlanzeige. Okay. Also, Luis was hier? War das Luis? Ja, es war, glaube ich, ein Teamwork war das. Okay, einmal Rohstoffe gefunden. Kann ich jetzt nicht einfach sagen, herstellen? Ja, kann ich sagen. Super. Okay. Ah, jetzt gehen doch wieder welche raus. Okay. Ah, das sind doch die Zigaretten von ihm. Tradition. In Filtro. Okay. Oh, was ist denn das? 4221625. Alles klar. Ist das seine Frequenz? Können wir nicht. Okay, er macht's von alleine. Oder sie macht's von alleine. Findest mich. Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Oh oh. Oh nein, nicht er, Alter. Oh nein, und noch eine Bella-Schwester hinterher. Ach, leck mich doch. Ach du Scheiße, ey. Sorry, Luis. Kann noch etwas dauern. Na, das kann ja jetzt schön werden. Nächster. Nicht cool, Mann, nicht cool. Oh. Dezent hier in die Tür gepoppt. Oder in die Wand. So, warte mal, könnte man hier nicht. Genau, hier könnte man da reinfassen. Greifen, meine ich. Herstellen. Pistolen, Munition, bitte. Dankeschön. Alter, ich bin so voll. Schießpulver.
So, also ihn möchte ich hier tatsächlich nicht am Start haben, weil er ist halt echt ein Uni. Oh, schön. Okay, Dr. Salvatore ist down. Haben wir allerdings immer noch die Bela-Schwestern. Rohstoffe, na gut, war nochmal ein Weg, aber auch hier einfach mal die. Ach. Schnell noch. MP-Munition, alles Gute ist natürlich, dass es halt geht irgendwie, also. Bin halt echt dankbar dafür. So, kleine Ratte. Wunderbar! Wurde gerade aus dem Stil geschmissen. So, kleiner Kick. Boah, ein Schuss noch drin, Mist. So, das war's, glaube ich, auch mit der Bela-Schwester. Alexandrit! Dankeschön! Und wir sind draußen. Okay, das ging Gott sei Dank doch ganz gut irgendwie. Und wir haben schon mehr Halluzinationen. Nicht so gut, Mann. Framedrops des Todes, ey. Schlechter Tag. Wesker, was verschafft mir die Ehre? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Finde Luis. Bring mir den Bernstein. Unerwartet fürsorglich von dir. Bleib doch noch. Und hilf mir. Ich bin nicht dein Aufpasser. Und ich bezahle dich nicht dafür, mir zur Last zu fallen. Ich habe keine Verwendung für Inkompetenz. Soll das eine Drohung sein? Mach deinen Job. Ich melde mich. Ja, man kann von Wesker halten, was man will, aber er ist eine coole Sau. Na endlich! Ich warte schon eine Ewigkeit. Du kommst doch, oder? Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ciao. Ciao. So, okay. Okay, wir müssen nochmal komplett durchs Dorf. Zur Bergvilla. Na, das ist ja mal ein Weg, Alter. Das ist ja mal ein Weg. So, Frage für mich jetzt natürlich auch, irgendwie können wir hier nochmal neue Sachen finden eventuell. Oh, jetzt mit Taschenlampe. Oh, jetzt wird's wirklich creepy. Also hier haben wir noch das Hühnchen. Vielleicht finden wir mit dem Hühnchen noch was. Hühnchen! Ah, scheiße, was lassen wir mal? Wir hätten vorhin noch hier hinten rausgehen können. Das ist ja okay, cool, cool. Boah, ist das duster. Mann, ist das duster. Es ist ja gar nichts. So, okay. Hier kommen wir jetzt tatsächlich nicht durch. Wir müssen wirklich anscheinend durch die Vordertür. Nein. Hühnchen? Ja, und hier muss man ganz klar sagen, hier spielt halt wirklich Resident Evil seine komplette Stärke aus, ne? Irgendwie diese Atmosphäre, irgendwie dieses
Im Dunkeln mit der Taschenlampe irgendwie jetzt wird's. Das ist das, was richtig gut ist an Resident Evil. Ach du Scheiße. Okay. Moment. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, auf welcher Kurzwahl-Taste das ist, deswegen mache ich es mal auf diese Art und Weise. Okay, auf der 7 haben wir ihn. Weg. Was, Alter? Jetzt mein taktisches Messer ist kaputt gegangen gerade? War schon so runter? Ah, wir finden natürlich jetzt gar nichts mehr. Schade. Oh, ist das gut aus, ey. Habe ich hier gerade? Jawohl. Oh, was haben wir hier? Ein Zettel. Anweisung an einer Hauswand. Der Fremde ist in der Bergwille. Versammelt alle. Weckt unseren großartigen Sohn. Was? So, aber hier haben wir schon mal den Händler. Und da machen wir auf jeden Fall einen Abstecher ein. Ich habe genau das Richtige hier für einen Profi wie dich. Oh. Okay. So, ich schau mal gleich erstmal rein, ob wir irgendetwas... Nein, wir haben nichts Neues gefunden, leider. Willkommen. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren können. Ja, man könnte halt die Armbrust jetzt kaufen, ne, wenn deine man Kohle möchte. Oh, okay. Dann ist der Bahn. Flintmunition, MP-Munition. Rezeptursprengpfeile. Okay. Talisman Strike erhöht die Geschwindigkeit beim Rennen um 8%. Oh, interessant. 100.000! Boah, Leute, ey. Puh. Wie soll ich denn das leisten? Ja, Haltbarkeit könnte man... Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, wir könnten tatsächlich hier bei der Angriffskraft noch ein bisschen raufsetzen. Hier, wie du es haben wolltest. Dankeschön. So, dann tauschen. Wir könnten den eleganten Armreif uns holen. Und könnten da versuchen... Aber wir haben nur eckige... Dinge. Wir könnten ihn noch nicht sofort verkaufen. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen zu knittrig für den Schlüsselkauf. Vielleicht mache ich das noch später. Wer weiß. Wenn ich hier nicht mehr hinkomme, wisst ihr? So, kann ich das hier wegschieben? Nein, kann ich nicht. Okay, aber es sind... Schön, es gibt nichts mehr zu looten, aber neue Feinde sind da. Das ist super. Das sieht geil aus. Oh, schön, dass wir nochmal angezündet haben. Oh, na toll, Alter. Oh. Eieieiei, okay, den habe ich jetzt... Oh. Okay, das war heftig, Alter. Das war heftig. So, ich lauf mal durch. Nein, kann natürlich nicht durchlaufen, weil ich natürlich erstmal doof ich bin und so eine scheiß Bärenfalle drin trete. Okay, hier komme ich auch nicht durch. El Niño. Komm ich hier durch, indem ich hier lang laufe, eventuell? Ja, komm ich. Sieht gut aus. So, und jetzt kann ich auch... Na toll. Wunderbar, schön. So, das Problem ist, dass die natürlich alle langsam an die Schüssen kommen. So, verfatzt euch. Agarrar.
So, eigentlich wollte ich jetzt ja nicht so viel Faxen mit euch machen irgendwie, aber tatsächlich ist der einzige Schatz, den ihr noch zu holen habt, hinten in dieser Hütte drin irgendwie. Ich möchte mich ehrlich gesagt nicht irgendwie so in die Enge treiben lassen, dass ich da nicht mehr rauskomme. Und dann gezwungen bin, hier noch schärfere Munition irgendwie einzusetzen. Oder Waffen. So. Eine antike Pfeife. Mhm. Okay, cool. Wunderschön. So, haben wir hier noch was? So geil, dass du tatsächlich nichts siehst, es sei denn, du holst halt deine Waffe raus mit der Taschenlampe dran. Das ist geil gemacht. Das ist halt einfach geil gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, ja, hier war klar, hier war noch halt... hier ist ja noch eine Flashbang zu holen. Okay, gut, die hole ich mir mal schnell noch. So, ich habe mir jetzt die Flashbang geholt, ich habe euch mal den Weg erspart und habe mir noch einen kleinen Schlüssel geholt und habe quasi hier noch quasi den letzten Schatz geholt. Es war ein Armreif. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt wert war. Wir werden sehen. Also kohletechnisch wahrscheinlich nicht. Naja, jetzt wissen wir's. So, okay, jetzt kommen wir zu dem Bauernhof. Schauen wir mal, wie es hier abgeht. Okay, hier steht ein Rad davor. Oh, bitte nicht, Alter. Mann, wieso denn? War noch mehr? Ah, nicht. Haha, okay. Oh, da vorne stehen sie alle. Oh, okay. Wir haben einen Typen mit Dynamit. Okay, der hier vorne ist es. So, vielleicht... Ich sehe hier gar nichts gerade. Oh, scheiße. So, jetzt haben wir aber schon zwei hier, glaube ich, ne, oder? Nein, den zweiten hat's er nicht gekriegt. Doch, hat's er. Wunderbar. Dann war's gut. So, nachladen. Wo ist denn der Typ, Alter? Steht wahrscheinlich irgendwo oben oder irgendwas. Zieht euch das rein. Da stehen die alle. So, ich komme hier nicht rüber. Hier hinten war, glaube ich, noch eine Leiter oder irgendwas in der Richtung. Nein. Auch nicht mehr. Da oben ist der Penner. Bye, bye. Okay, ja, jetzt ist halt die Frage, irgendwie sammle ich da jetzt hinten rein. Und dann natürlich erstmal nochmal schnell hier den kleinen Schatz und hier noch die Kisten. Oh, okay, ich habe nicht nur Schießpulver. Doch, hat anscheinend gereicht. Und das Kraut. Kann ich, sollte ich das? Ich werde es mal... Nee, ich warte noch. So, und wo ist der Schatz? Moscher? Da hängt er. Ich kann ohne sie leben. Oh nein, hätte ich jetzt erstmal Deckel vormachen müssen? Ach nee, ich hätte jetzt warten müssen, bis die... Jawohl. Ja, wahrscheinlich bis sie hier ist. Das ist ärgerlich. Das ist jetzt mal richtig ärgerlich. Na gut, egal. Hier vorne haben wir noch ein grünes Kraut. Ich frage jetzt nur irgendwie, ob ich das überhaupt noch nehmen kann. Denke nämlich nicht. Nope. Am Pol.
Den benutzen wir jetzt unterwegs ein bisschen voll. Und wir haben noch was auf Halde. So, denn um die Ecke rum finden wir noch zwei Schätze und dann, ja, dann müssen wir uns mal entscheiden, was wir da hinten mit diesem Mob machen. So. Müssen wir nach oben? Aber hier kommen wir nicht durch. Also einer ist hier hinten in der Ecke, aber ich sehe ihn tatsächlich nicht. Okay. Die Lampe hängt weit oben in der Luft. Gelber Diamant. Einer ist hier vorne, glaube ich, an die Ecke gewesen. Ja. Nein, wir müssen tatsächlich... Ja, zieht euch das mal rein. Da vorne. Den Mob. Komm ich hier durch? Oh ja, schön. Flintenmunition. Oh, damn, Alter. Echt? Ich kann jetzt noch nicht mal Flintenmunition mehr aufnehmen. Das darf doch nicht wahr sein. So, was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Ah, die Mist, Alter. Wir müssten tatsächlich mal gucken, ob wir die Magazingrößen erhöhen können, um uns hier ein bisschen auszuschlanken. Tja, das ist jetzt leider der einzige Weg, den ich jetzt hier sehe. Man hätte es so verkaufen können. Habe ich aber nicht und ich brauche jetzt den Platz. Und... das ist schön. Einmal weggeschmissen und du findest sofort wieder neue Sprengpfeile. So, Schießpulver. Schießpulver ist gut. Dann können wir... Schießpulver ist gut, sage ich. Dann können wir nämlich gleich neue Munition herstellen. Und hier vielleicht auch gleich. Nee, können wir nicht. Wir haben hier noch Schießpulver. Schade. Okay. Aber es macht nichts. Hier hinten haben wir die Schatulle und drin ist ein Saphir. Können wir das? Nein, können wir nicht. So, okay, wir müssen mal hier hinten schauen, weil wahrscheinlich ist es die Szene, wo die, genau, das Haus da hinten alle stürmen. Wow, beachtliche Fanbase, Luis. Nee, ist es nicht, tatsächlich. Das war ein anderes Haus. Oh Gott, was ist denn nun los?